Guten Morgen, liebe Freunde. Wir stehen vor einem hoffentlich schönen Sonnengang. Das Wetter ist wieder prächtig. Es ist nicht mehr ganz so heiß und ich werde wie immer die letzte Zeit eigentlich immer auf dem Acker anfangen. Denn die sind leergeräumt, zum Teil schon wieder eingesät. Glücklicherweise habe ich das Hallo und die Erlaubnis von meinem Landwirt, trotzdem auf die Felder zu gehen, auch wenn sie eingesät sind. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und ich möchte hier auch meine ganzen Landwirte in der Umgebung ganz herzlich grüßen und mich auch nochmal bedanken, dass ich hier die Gegend so unsicher machen darf. Liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ich will jetzt gar nicht wieder ins Labern verfallen. Wir gehen jetzt auf den Acker und schauen mal, was auf uns zukommt. Bis gleich, bis zum ersten Signal. Ja, Freunde, jetzt sind wir auf dem Acker. Die Sonne brezelt schon wieder gut runter. Aber dennoch will ich einige Runden hier laufen, bis ich es dann halt nicht mehr aushalte. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder in den Wald gehen. Aber jetzt schauen wir mal. Na, geht ja schon wieder wie immer los. Der erste Funden Oller Nachel. Ja, Freunde, und hier haben wir den ersten, glaube ich, guten oder sagen wir mal interessanten Fund. Hier steckt er drin, schaut. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Sieht aus wie ein Knopf. Signale haben wir heute mehrere. Ja, es ist ein Knopf mit Öse, allerdings die ist angebrochen. Egal, ein Knopf und eventuell sogar Arsenbronze, muss man nachher gucken. Sehr schön, zweiter Fund, ein Knopf, ist nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben heute mehr Signale in der Erde. Warum? Weil es gestern geregnet hat, nicht viel. Das heißt, nur die obere Schicht ist etwas feucht, sobald man tiefer gräbt. Ihr seht es ja selber, wird es schon wieder furztrocken. Also, es war eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber die Signale scheinen doch heute besser zu kommen als die letzten Wochen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Zweiter Fund, ein Knopf, da will ich nicht meckern. Ich bin gespannt. Staniolpapier. Ja, und da liegt er drin, der handgeschmiedete Nachel. Und da ist es drin. Man kann es auch schon sehen, aber vermutlich Schrott. Natürlich. Tja, was könnte das sein? Ein Angelhaken bestimmt nicht. Eventuell ein zerborstenes, rechteckiges Kettenglied, aber eventuell auch von einer Schnalle, man kann nichts Genaues sagen. Auf alle Fälle ist es ein Fragment und ich denke mal nicht unbedingt sammelwürdig. Sieht aus wie ein Stein, aber ist aus Scheißen. Da muss es drin sitzen. Ich finde es nicht. Da ist es. Oder? Oh ja, wie schön. Schaut mal. Ein Stück einer Glocke. Ein Glockenfragment. Naja, wohl doch besser ein Stück einer Glocke. Sehr schön. Naja, hätte ja auch heil sein können. Aber ich will ja nicht unverschämt sein. Habe es vorletzte Mal schon eine Heile gefunden. Und so freue ich mich auch über ein Fragment. Klasse. Ein Glockenfragment. Stock, Schwernot und Haare, schon wieder mal Nachel. Eine dicke, fette Mama, eine Mutter, Kupferdraht zusammengebunden. Reidelieu und da sitzt er drin und vermutlich wieder ein Eisenring. Jawohl. Naja, kein Ring, eine Scheibe eigentlich mehr.
Trotzdem, man könnte auch sagen, ein Loch mit Eisen außenrum. Ein Nachhellfragment. Ja, Freunde, hier muss es drin sein. Aber, na, ich glaube, ich lege es mal hier hin und gehe mit dem Pinpointer ran. Ah, da ist es. Das ist das. Eventuell. Ah, nein. Es ist ein halber Knopf. Ach, schade, dass der kaputt ist. Mensch, wieder einer mit floralem Muster. Schaut. Jetzt kann man es besser sehen, glaube ich. Na, immerhin. Zwar nur ein halber, aber trotzdem. Vor allen Dingen hier auf dem Feld. Ich bin ganz erstaunt. Also hat es doch Sachen hier auf dem Feld. Ja, dann suche ich mal weiter, obwohl es langsam schon wieder unerträglich wird. Da haben wir ein 63er Signal. Und das graben wir. Junge, Junge. Puh. Na, es ist tiefer als gedacht. Ah, hier sollte es drin sein. Ah ja, hier muss es drin sein. Hier. Oh, da haben wir es. Schaut. Da sitzt es drin. Und es sieht aus wie eine Münze. Ja, ist es auch. Aber leider nur ein Zinker, auf dem man absolut gar nichts mehr erkennen kann. Naja, das ist ja oft so. In dem Fall leider nur Schrott. Gut, kann man nichts machen. Egal, aber immerhin haben wir was gefunden hier auf dem Acker. Und es freut mich schon. Pech mit Blech. Da haben wir schon wieder ein kleines Bruchstück gefunden. Und ich würde sagen, wahrscheinlich auch wieder von einer Glocke. Aber genau, das kann man nicht sagen. Es ist zu klein, aber da die Wandung etwas rund ist, gehe ich davon aus. Ja, Freunde, und hier ein 81er Signal. Und oh, da haben wir es dort schon rausgefriemelt. Aber ich glaube, es ist kein Eisenring, sondern ein Bronzering. Und das würde mich ja ungleich richtig freuen, denn Bronzenringe habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Ja, ziemlich sicher ein Bronzering. Klasse. Erste Sahne. Oder ist es Kupfer? Weil es hat eine schöne Patina. Ja, mal gucken, nach dem Saubermachen. Ring, ring. Blech. Schaut mal da, man kann sogar den Mond sehen. Hammer. Ich
Hier haben wir die fast verrottete oder eine fast verrottete Klinge eines Balkenmähers. Ja, Freunde, jetzt brezelt die Sonne schon wieder runter, dass der Sau graust. Ich werde jetzt hier nochmal runtergehen, den Acker. Da hat es anscheinend einen alten Weg. Den werde ich mal entlang tapern und schauen, ob ich noch was finde. Und dann verzupfe ich mich wieder in den Wald. Pinpointer an. Ich hab's in der Hand. Da sehe ich schon. Oh. Na, nett. Schaut, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Ist immer so schwierig jetzt hier in der Sonne, um zu sehen, ob ihr das, ob es auch scharf ist. Aber das hier ist auf alle Fälle eine Grundplatte von einer Bleifigur. Garantiert. Ganz, ganz sicher. Ja, die Grundplatte von einer Bleifigur. Altscheisen. Ja, und hier haben wir wieder ein, was ist das, springt 72, 75, 53. Aber da schauen wir auf alle Fälle. Da muss es sein. Da stelle ich jetzt mal die Kamera hin. Da ist es. Da muss es drin sein. Zumindest brüllt Pinny hier auf. Da liegt's. Da ist es. Nein, nicht der Ohrenkneifer, der ist es nicht, der das Weite sucht, sondern hier. Ich glaub's ja nicht. Schaut, das ist der wahrscheinlich passende Bleisoldat zu der Fußplatte, die wir vorhin gefunden haben. Ja, ziemlich verbogen, der Kamerad. Naja, das sind die Figuren ja meistens von Flug zerstört. Ja, aber man kann ihn noch biegen. Oh ja, schaut, das ist ein Soldat.
Mal gucken, ob ich den noch hinkriege. Augenblick. So, ich habe ihn jetzt gebogen. Das soll man ja eigentlich nicht machen, weil oft die Sachen dann abbrechen. Aber hier, es ist ein Soldat. Auf alle Fälle. Da muss ich nachher mal schauen, ob die Fußplatte dazu passt. Es wäre ja witzig, dass ich den dann auch gefunden habe. Aber es würde Sinn machen, weil das ist nicht weit weg von dem Ort, wo ich die Platte gefunden habe. Ja, Mensch, ein Bleisoldat. Auch schon ein paar Jahre lang nicht mehr gefunden. Super. Ja, Freunde, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Schaut, ich musste schauen, ob die Platte passt, und sie passt. Also ich denke mal, dass die zusammengehören, die beiden. Wenn er nicht abgebrochen wäre, ein intakter Bleisoldat. Und ein Riesendrahtstück. Und ein winziger, kleiner, vermutlich Schuhnagel hier auf dem Acker. Eventuell sogar vom Ollenrömer. Aber wer kann das schon mit Bestimmtheit sagen? Und das war ein 72er Signal. Und ich würde sagen, dass es sich ganz klar um eine abgeschossene Patrocinski handelt. Schaut, da ist sie drin. Nicht mehr, liebe Freunde, aber auch nicht weniger. Eine Patrocinski. Ja, und gleich daneben noch eine. Und noch eine. Ein Hortfund. Wir haben nämlich einen Nachel gefunden hier. Und daneben liegt eine Beilagscheibe oder Unterlegscheibe. Na, prima. Toll. Zweimal Schrott vom Feinsten. Ein Nachel neuzeitlich. Oh, wie Zwick, was haben wir denn hier rausgeholt? Eine Holzklammer, eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Damit verbindet man Holzstämme oder fixiert sie. Ja, so eine Art Klammer aus Eisen. Gut, dass das Ding raus ist, weil wenn du da mit dem Treckerreifen rüberfährst, dann ist das auch kein Spaß. Das hört nicht auf. Schon wieder eine. Hier war ein 80er Signal. Und das graben wir. Ist noch drin. Man hört es genau. Boah, ist der trocken, der Boden. Da liegt's. Aber was es ist, kann ich noch nicht sagen. Da ist es drin. Eventuell noch mal ein Bronzering. Ja, sieht so aus. Jawohl. Nochmal ein Bronze- oder Kupferring. Ich weiß nicht, ob ich noch in den Wald gehe, denn ich bin jetzt schon wieder 3 Stunden unterwegs. Und ihr seht ja selber, Pfeife aus dem vorletzten Loch. Und wie gesagt, ob ich nochmal in den Wald gehe, weiß ich nicht. Schöne Funde haben wir ja bis jetzt gemacht. Ich tabe jetzt hier noch ein bisschen über die Wiese und dann werde ich wahrscheinlich aufhören.
Da könnt ihr sehen. Und es sieht aus wie ein Knopf. Oh, ich muss mal einen Schatten, muss mich mal umdrehen. Ja, es ist ein Knopfbau und was für ein schöner. Öse ist kaputt. Öse ist abgebrochen. Aber vorn ist der ja schön. Eventuell Arsenbronze, ich kann es nicht sagen. Er glänzt auf alle Fälle. Und man sieht auch Löwen. Sag mal, oh, da muss ich aber jetzt die Bürste mal rausholen. Wie irgendwelche Tiere, keine Ahnung. Boah, der ist ja echt toll, Mensch. Und schon wieder hier auf dem Acker. Dieser Acker straft mich Lügen, wenn ich immer sage, dass ich nichts finde. Heute ist ja affenscharf, hey. Unglaublich. Das bin ich ja überhaupt nicht gewohnt, solche Funde zu machen auf dem Acker. Da war es ja immer tot bei mir. Ja, Freunde, und das wird der letzte Fund für heute. Eine Türschlossfalle. Wie gesagt, zum Abschließen fürs Schloss. Außerdem, Freunde, kommt da vorne mein Landwirt. Und ich kann es sogar schon riechen, was er hier treibt. Er düngt. Und das will ich, weiß Gott, nicht miterleben. Dann verzupfe ich mich jetzt. Bis gleich zum Outro. Meine Herren, davon möchte man auch nicht getroffen werden. Oh, und das stinkt. Ja, grüß Gott. Jetzt hau ich aber echt ab. Und so, Freunde, das war's. Ich höre jetzt auf. A, der Gestank unerträglich. Und B, die Sonne auch unerträglich. Das heißt, die Hitze. Und ich fahre heute, wie gesagt, nicht mehr im Wald. Das nächste Mal bestimmt wieder. Muss ich mal schauen. Liebe Freunde, sofern ihr dabei wart, bedanke ich mich herzlich. Wünsche euch alles Gute, wie jedes Wochenende. Heute einen schönen Sonntag, ein schönes Frühstück. Und natürlich eine tolle kommende Woche. Und dass alles so wird oder so ist, wie ihr euch das wünscht. Seid lieb zueinander. Genießt das Leben. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns in Kürze wieder. Mich würde das sehr freuen und ich kann es nicht lassen. Ich sage es wenigstens nicht immer unter den Videos. Ich sage es immer zum Schluss. Denkt bitte an den Daumen, Daumen oder ich fall um. Oder eben ein Abo. Und das würde mich noch viel mehr freuen, weil ich noch so viele Begleiter habe und Zuseher habe, die noch nicht abonniert haben. Denn es kostet ja nichts. Es ist kostenlos. Und wenn ihr die Glocke dann noch aktiviert, dann wisst ihr immer, was bei mir los ist. Und ihr seid immer auf dem Laufenden, was meine Funde angeht. Das war's. Haut rein. Lasst es krachen. Euer Sondelantin. Tschüss.